Was ich dir jetzt gleich erzähle, hat das Potenzial, alles, was du bisher über Frauen, das Leben und wie die Welt funktioniert, gedacht hast, für immer zu verändern. Und am Ende des Videos wird bei dir der Samen gesät sein für eine innere Einstellung, die dafür sorgen wird, dass du deinen Erfolg mit Frauen aufs nächste Level bringst. Was, wenn ich dir sage, dass alles, was du bis jetzt über Frauen geglaubt hast zu wissen, falsch ist? Was, wenn ich dir sage, dass du bis jetzt falsch mit einer falschen Denkweise an die Sache rangegangen bist? Und was, wenn ich dir sage, dass ich dir eine Denkweise verraten kann, die das alles verändern wird? Um zu diesem Punkt zu kommen, und das werden wir im Laufe dieses Videos machen, erstmal die Frage an dich, was glaubst du, wollen Frauen? Ja, pausier das Video gerne mal kurz, schreib in die Kommentare, was glaubst du zum jetzigen Zeitpunkt, wollen Frauen? Und schreib es jetzt in die Kommentare, weil wenn du das Video zum Ende geguckt hast, dann weißt du es ja. Schreib jetzt in die Kommentare, pausier das Video, was glaubst du, was Frauen wollen? So, jetzt hast du das Video wieder angeschaltet und jetzt möchte ich dir das Ganze verraten. Den Fehler, den viele Männer machen, ist, dass sie nicht aussuchen, sondern sich aussuchen lassen. Du hast es bestimmt schon mal gehört, dass die Frau sagt, ich will nicht eine von vielen sein. Du kennst es auf jeden Fall, wenn du viele Frauen datest, mit vielen Frauen schläfst, dann sagt die Frau zu dir, ich will nicht eine von vielen Frauen sein. Und warum ist das so? Um das zu verstehen, müssen wir uns angucken, was wir Menschen wollen. Generell, nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Menschen generell, Frauen und Männer, wollen sich besonders fühlen. Ja, wollen sich besser fühlen, wertvoller als zum Beispiel andere Menschen. Das ist eine Sache, die ist ganz tief in uns verankert. Ja, dieses Vergleichen, dieses sich besser fühlen wollen, dieses besonders sein wollen. Und das kannst du an jeder Ecke dieser Welt beobachten. Ja, jemand, der sich ein teures Auto kauft, um dann mit seinem Ferrari oder seinem Porsche rumfahren zu können, möchte besonders sein. Möchte besonderer sein als die anderen Leute, die kein schnelles Auto haben. Ja, diese ganze Luxusindustrie basiert darauf und das ist eine riesige Industrie, die die ganze Welt beherrscht. Genauso ist es bei Frauen und bei Männern. Auch Männer wollen besonders sein. Auch Frauen wollen besonders sein und sich besonders fühlen. Und das, was viele Männer falsch machen, ist, dass sie mit einer falschen Einstellung an das Frauenthema rangehen. Entweder sie schlafen mit ganz vielen Frauen und machen damit die Frau zu einer von vielen. In dem Fall fühlt sie sich nicht besonders. Oder was in den meisten Fällen der Fall ist, sie haben so wenig Frauen momentan zur Auswahl, dass sie an jede Frau wie ein Bittsteller herantreten und sowas sagen wie, oh Mann, du bist so attraktiv, hoffentlich gefalle ich dir, hier sind meine ganzen tollen Sachen und jetzt lüge ich vielleicht sogar noch, um mich besser zu präsentieren. Magst du mich jetzt? Das sind die beiden Möglichkeiten, die viele Männer machen, die beiden Herangehensweisen, die viele Männer nutzen. Und beide Herangehensweisen sind komplett fatal und werden dich nicht voranbringen. Wenn du jetzt gerade feststeckst mit deinem Erfolg mit Frauen, dann liegt es daran, dass du wahrscheinlich eine dieser beiden Verhaltensweisen, eine dieser beiden Denkweisen anwendest. Deswegen will ich dir jetzt verraten, wie du eigentlich denken solltest und wie du am besten vorgehst. Wahrscheinlich bist du gerade der, der hofft, ausgesucht zu werden von der hübschen Frau. Hoffentlich gefalle ich ihr, wenn ich hingehe. Und viele Männer haben Angst vor Ablehnung. Ja? Oh mein Gott, was, wenn die Frau mich ablehnt? Ich höre das immer wieder in Coachings. Coaching-Teilnehmer kommen zu mir und fragen mich, Tim, ich habe Angst vor Ablehnung, was kann ich denn da tun? Und was ich dann immer sage ist, in meiner Welt gibt es überhaupt keine Ablehnung. Also für mich gibt es dieses Wort Ablehnung überhaupt nicht. Ich benutze das nicht und für mich hat das keine Bedeutung, denn in meiner Welt gibt es keine Ablehnung. In meiner Welt gibt es nur eine Frau, die nicht das hat, was ich suche. Ich suche gewisse Dinge. Ja, ich habe ein Leben, das ist spannend. Ich habe viel zu tun in meinem Leben. Ich habe tolle Leute in meinem Leben, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Und ich verbringe auch super gerne Zeit mit mir selbst. Ich bin super gerne mal alleine. Ich schreibe super gerne. Ich lese super gerne. Ja, ich bin auch gerne mal super introvertiert. Macht mir viel Spaß. Es gibt viele tolle Dinge, die ich mit meiner Zeit anstelle und wenn man Teil meines Lebens sein möchte, dann möchte ich, dass du eine coole Person bist. Eine coole Person kann gerne Teil meines Lebens sein. Zum Beispiel würde eine negative Person nicht Teil meines Freundeskreises sein. Ja, die würde ich nicht in meinen Freundeskreis aufnehmen, weil ich weiß, die raubt mir nur Energie, die zieht mich nur runter und damit kann ich halt nichts anfangen. Eine positive Person, die etwas beiträgt, die etwas Positives beiträgt, sehr, sehr gerne, aber eine negative Person nicht. Und genauso ist es mit Frauen. Nur weil eine Frau gut aussieht, heißt nicht, dass ich ihr hinterher renne und alles für sie tue. Wenn eine Frau gut aussieht, dann freue ich mich und denke mir, hey, die sieht gut aus, die gefällt mir. Jetzt gehe ich mal hin und schau mal, ob sie wirklich cool ist. Und das schlägt sich dann zum Beispiel auch in meiner Eröffnung wieder, die oft ist, hey, ich finde, du siehst interessant aus. Oder verlängert,
Hey, ich finde, du siehst interessant aus und deswegen wollte ich mal rüberkommen und schauen, ob du wirklich interessant bist. Das sage ich meistens nicht so, aber das ist genau das, was im Unterton mitschwingt. Hey, du siehst interessant aus und ich bin jetzt hier, um zu checken, ob du mir auch wirklich gefällst. Ich bin hier, um zu schauen, ob du das hast, was ich suche. Ja, ob du das hast, was ich suche für eine Affäre. Ob du das hast, was ich suche für eine sexuelle Beziehung. Ob du das hast, was ich suche für eine Partnerschaft. Oder ob du das suchst, was ich habe, ob du das hast, was ich suche für eine Freundschaft. Deswegen gehe ich zu der Frau hin. Und jetzt nehmen wir mal an, ich spreche die Frau an und sie reagiert so: Na, was willst du denn? Frauen ansprechen hier, das geht ja gar nicht, und geht weiter. Viele Männer würden zu mir kommen und würden mich fragen: Tim, wie soll ich mit dieser Ablehnung umgehen? Und ich sage dann immer: Was denn für eine Ablehnung? Ich habe nur sehr, sehr schnell herausgefunden, dass diese Frau nicht das hat, was ich suche. Denn so eine Reaktion wird in meinem Leben nicht geduldet. So eine Reaktion gibt es nicht in meinem Leben. Menschen, die so reagieren, die gibt es nicht in meinem Leben. Und ich finde es toll, dass sie so reagiert hat, denn dann weiß ich super schnell, was für ein Typ sie ist und kann wirklich weitersuchen. Ich bin ihr nicht böse, sie hat aber einfach nicht das, was ich suche. Und eine Ablehnung, einen Korb gibt es an dieser Stelle überhaupt gar nicht. Ja, wie soll sie mich denn ablehnen? Sie kennt mich überhaupt nicht. Das war eine spontane Reaktion von ihr. Aber die sagt mir schon ganz viel über sie und die sagt mir schon an der Stelle, dass das keine Frau ist, die ich in meinem Leben haben möchte. Ich suche aus. Und ich will das gar nicht so darstellen, als ob du jetzt der krasse Typ bist, der aussuchst und du sollst dir aber fragen, ne, was hast du denn zu bieten, ne, du kleine Bitch? Sondern es geht einfach darum, sie sucht natürlich auch aus. Sie guckt natürlich auch, ob du ihr gefällst. Das macht sie schon, da brauchst du dir gar keine Gedanken drüber zu machen. Es ist deine Aufgabe, die Frau auszusuchen. Es ist deine Aufgabe zu checken, ob die Frau cool ist. Ja, und da frage ich sie dann halt solche Sachen wie: Cool, erzähl mal was Spannendes über dich. Oder sie erzählt mir, ihr Hobbys sind, ich weiß nicht, was meine Hobbys sind. Dann fordere ich sie so ein bisschen heraus und gucke, ob sie was drauf hat. Ja, ich will gucken, hat diese Frau was drauf? Und das kommuniziere ich auch. Ja, wenn sie mir erzählt, ja, weiß ich auch nicht, mein Leben ist langweilig, ja, dann lasse ich das nicht einfach so stehen, dann grabe ich tiefer nach und gucke, okay, was passiert, nichts Interessantes in deinem Leben? Und wenn sie dann so ist, nö, oh, ich weiß auch nicht, dann bin ich so, ach, okay, cool, dann mach dir noch einen schönen Tag und dann ziehe ich weiter. Weil was soll ich mit so einer Person in meinem Leben? Das bringt mir ja nichts. Ja, was soll ich mit so einer Frau in meinem Leben? Meine Zeit ist begrenzt. Deine Zeit ist begrenzt. Du solltest deine Zeit optimalerweise einteilen. Du solltest deine Zeit zu den Dingen verschieben, die dir wirklich wichtig sind, die dir Freude bringen, die klasse sind. Und viele Frauen, ganz, ganz viele Frauen sind ganz, ganz langweilig. Und die möchte ich aussortieren. Deswegen spreche ich viele Frauen an. Ja, ich bin der Aussucher. Ich bin der Boss in dieser Bewerbungssituation. Und drüben sitzt die Frau und sie bewirbt sich bei mir. Ja, manchmal frage ich auch die Frauen, hey, also wenn es jüngere Frauen sind gerade, frage ich sie so, hey, du bist ja ein bisschen jüngere Frau, ich mag generell auch jüngere Frauen, aber nur, wenn die so ein bisschen reifer sind. Ist das bei dir der Fall? Bist du eher so ein bisschen, würdest du eher dich so als reifere oder unreifere jüngere Frau einschätzen? Was würdest du denken? Ja, manchmal frage ich sie einfach direkt nach solchen Dingen. Ja, oder ich sage, ich mag reife Frauen oder ich mag Frauen, die ein bisschen was im Kopf haben. Bist du so eine Frau? Ja, ich mag Frauen, die abenteuerlustig sind. Bist du so eine Frau? Das sind Dinge, die frage ich die Frauen. Nicht direkt als ersten Satz, aber im Gespräch, weil ich das wissen will. Ja? Weil ich ihr das Gefühl geben möchte, oh, dieser Mann sucht aus. Und jetzt schlagen wir die Brücke zurück zu dem, was ich eben gesagt habe. Denn Frauen werden dann süchtig nach dir sein, wenn du sie aussuchst. Du erinnerst dich, wir alle wollen das Gefühl haben, wir sind sehr wertvoll und sehr besonders. Als hätten wir einen hohen Wert, als wären wir sehr besonders. Wenn du auf die Frau zugehst und sich bei dir bewerben lässt, wenn du mit einer "Ich suche die Frau aus" Einstellung auf Frauen zugehst, dann merkt die Frau zwei Dinge. Die erste Sache, die sie bemerkt, ist: Dieser Mann ist anders als alle anderen Männer, denn das macht ja sonst keiner so. Dieser Mann ist anders. Und dann fragt sie sich, wie kann er sich's erlauben, sich so zu verhalten, so wie sich niemand anders verhält. Und die Schlussfolgerung, die sie ziehen muss, ist, der hat viel Auswahl mit Frauen. Denn nur wenn du viel Auswahl hast, würdest du dich so verhalten. Das ist ein ganz einfaches, logisches Beispiel. Stell dir vor, du bewirbst dich bei einer Firma und du bewirbst dich nur bei einer Firma und du musst unbedingt diesen Job bekommen. Ja? Wie wichtig ist das dann für dich? Super wichtig. Ja, du wirst ganz vorsichtig sein, du wirst nichts Falsches sagen wollen. Aber jetzt nehmen wir mal an, du hast 20 Firmen, bei denen du dich bewirbst. Ja? Dann wirst du wahrscheinlich viel weniger vorsichtig bei jeder einzelnen sein, weil du weißt, hey, da sind ja noch 19 andere. Und die Frau wird denken, dieser Mann hat Auswahl mit Frauen, deswegen verhält er sich so. Aber, das sage ich an dieser Stelle dazu, nicht die ganze Zeit qualifizieren. Nicht jeder Satz von dir sollte sein, bist du cool und bist du abenteuerlustig, dann wird es halt strange.
Ja, aber du willst das immer mal wieder kommunizieren und vor allem willst du so denken. Das ist das, was ich denke, wenn ich auf die Frau zugehe. Ich denke mir wirklich, Mann, die ist heiß, hoffentlich gefällt die mir. Hoffentlich ist die auch so cool, wie sie heiß ist. Das denke ich mir beim Zugehen auf eine Frau. Ich denke mir nicht, oh mein Gott, was, wenn ich sie anspreche und sie hat einen Freund? Was, wenn ich sie anspreche und sie gibt mir nicht ihre Nummer? Was, wenn ich sie anspreche und der Typ daneben hört zu? Das denke ich überhaupt nicht. In dem Moment denke ich mir, hey, die sieht gut aus, hoffentlich ist sie auch cool. Das wäre ja schön für mich. Ja, und für sie natürlich auch. Die zweite Sache, die das Ganze kommuniziert, ist, Frauen, die ich aussuche, Frauen, die mit mir Zeit verbringen, sind besonders. Ich nehme nicht jede Frau, sondern nur die Besonderen, nur die wirklich Coolen. Und dann wird sie mich haben wollen, dann wird sie dich haben wollen, weil indem sie dich bekommt, kann sie selbst diesen Status geben, ich bin wertvoll, ich bin besonders. Das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen. Ich erkläre das nochmal. Das ist der Kernaussage dieses Videos. Das ist das Mindset, was du verstehen musst. Wenn sie bei dir merkt, du wählst aus, du nimmst nicht jede Frau, die dir hergelaufen kommt, sondern du wählst nach Kriterien aus, du könntest viele Frauen haben, aber du wählst aus und du wählst nur die aus, die am besten sind. Und wenn sie dich dann bekommt, ja, wenn sie dann mit dir Zeit verbringt, wenn sie dann zum Beispiel deine Freundin wird, dann kann sie sich selbst mental dieses Label geben, ich bin wertvoll, ich bin die Besonderste. Ich habe diesen hochwertigen Mann bekommen, weil ich besonders bin. Das kann sie sich dann sagen. So wie du jetzt zum Beispiel sagst, nehmen wir an, du bist Arzt, du hast dann das Label, ich bin Arzt. Das ist ja so ein Label. Ich bin Arzt, ich bin Tim, ich bin 24 Jahre alt, ich bin, keine Ahnung, ich wohne in Berlin. Das sind ja alles so Labelsachen. Genauso kannst du dir dann labeln, ich bin besonders, weil ich habe diesen Typen bekommen, der nur besondere Frauen aussucht. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr Frauen um einen Mann kämpfen, den sie als hochwertigen Mann wahrnehmen. Und genau dann nimmt die Frau dich als hochwertigen Mann wahr. Du musst nur mit der Einstellung an Frauen rangehen, hey, die sieht gut aus, hoffentlich gefällt die mir auch. Diese Einstellung musst du entwickeln. Ja? Dir muss klar sein, du musst dir gar keine Gedanken darum machen, ob die Frau dich gut findet. Denn das macht die Frau schon alles. Das macht sie, alles gut. Du musst dir gar keinen Kopf darum machen. Das Einzige, worauf du dich fokussieren solltest, ist herauszufinden, ob sie cool ist. Dann bist du ein wertvoller Mann und dann wird sie in Verbindung mit dir gebracht werden wollen, weil sie dann auch besonders und wertvoll ist. Weil sie sich dann sagen kann, ich bin die besondere Frau, die diesen Mann gekriegt hat, die Zeit mit diesem Mann verbringt. Unter all den Frauen, die er theoretisch haben könnte, verbringt er Zeit mit mir und vielleicht noch mit ein paar anderen. Aber ich bin eine der besonderen Frauen oder halt die besondere Frau, wenn es dann so in die Beziehungsrichtung geht. Ja? Das ist ganz wichtig. Wenn du das verstanden hast, dann wird sich dein Erfolg mit Frauen um 180 Grad drehen. Über Nacht. Das ist eine der Schlüsselmentalitäten, die du verstehen musst für großen Erfolg mit Frauen. So denkt jeder erfolgreiche Mann mit Frauen. Kein erfolgreicher Mann denkt sich beim Zugehen auf die Frau, oh mein Gott, hoffentlich lehnt sie mich nicht ab. Jeder erfolgreiche Mann denkt hundertprozentig, hey, hoffentlich ist die cool, hoffentlich gefällt die mir, hoffentlich passt die zu mir in mein Leben, in das, was ich mir vorstelle. Das musst du denken, diese Einstellung musst du entwickeln, um den Erfolg mit Frauen zu haben, den du dir wünschst. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Hier kannst du den Channel abonnieren, unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Es sind noch ein paar letzte Plätze für Ende des Jahres frei. Und unten links in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Schau dir das Video nochmal an, das war so wichtig, so ein Kernvideo. Schau es dir nochmal an. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.